Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Phoenix Wright Trials and Tribulations weiter. Und beim letzten Mal haben wir eine wunderbare Meldung von Inspektor Gumshoe bekommen. Die Brücke soll fertig sein, die Dämmerbrücke. Wir können sie wieder überqueren. Und dementsprechend wollen wir das jetzt an der Stelle tun. Nebenbei haben wir übrigens Franziska von Karma im Schlepptau. Mal gucken, was das noch geben wird. So, ja, boah, die sieht ja wirklich richtig famos aus. Das ist ja der Wahnsinn. Sieht aus, als könnte sie jeden Moment einstürzen. Sieht doch gut aus. Sie sah ja schon vorher so aus. Bikini meinte, der Adlerberg würde häufig von Erdbeben heimgesucht. Da fällt mir ein. Wenn ich mich recht erinnere, ist Edgeworth nicht gerade ein großer Erdbeben-Fan. Wie auch immer jetzt darauf... Na gut, Erdbeben, ja. Stimmt, da war was. Aber das ist doch jetzt für den Moment total irrelevant. Ist egal. So, wir gehen Tor zum inneren Tempel. Wir gehen da hin. Bitteschön. 9. Februar, Tor zum inneren Tempel. Ganz schön belebt hier im Vergleich zu vorher. Die Ermittlungen scheinen begonnen zu haben. Oh, Herr Nick? Was? Diese Stimme? Pearls! Herr Nick! Herr Nick! Oh. Du warst also hier, seit jenem Abend. Ich war so einsam. Ich dachte, ich müsste sterben. Als ich morgens aufwachte und sah, dass die Dämmerbrücke nicht mehr da war, da wurde mir klar, dass ich ganz alleine war. Sie war ganz alleine? Das muss sehr schlimm für dich gewesen sein, kleines Mädchen. Ja, sie sind... Ich bin Franziska von Karma, das Wunderkind. Kein Grund zur Sorge, ich bin ja hier. Sie sind die Staatsanwältin, die letztes Jahr so fies zur mystischen Maya war. Tja, ich mag sie nicht. Und ihre Peitsche sind sie auch nur ein kleines Mädchen. Oh. Sie waren so fies, dabei war die mystische Maya unschuldig. Das verzeihe ich ihnen nie. Ich... Pearls Worte scheinen ihr ja richtig unter die Haut zu gehen. Au! Warum schlagen sie mich? Ich habe nicht mal was gesagt. Das brauchst du auch nicht. Dein Grinsen hat dich verraten. Wie auch immer. Pearls? Warst du nicht bei Maya? Es tut mir so leid. Es ist alles meine Schuld. Hä? Wovon redest du da, Pearls? Ich... mystische Maya! Hey, warte! Pearls! Sie ist einfach weggerannt. Au! Du bist ein Sadist, Phoenix Wright. Ein kleines Mädchen so zum Weinen zu bringen. Was sollte das alles? Pearls seltsames Verhalten ist ganz schön unheimlich. Wo sich schon die Gelegenheit bietet, sollte ich mich besser nochmal umsehen. Irgendwie scheint hier im Vergleich zu vor 2 Tagen etwas anders zu sein. Stimmt. Denn wenn wir uns umgucken, dann sehen wir... dass der Ofen offen ist, glaube ich. Aus dem Ofen da kommt ein merkwürdiger Geruch. Die Klappe ist geöffnet, fast als würde er mich anflehen, einen Blick reinzuwerfen. Also dann, schauen wir doch mal, welch faszinierender Hinweis sich da verbirgt, hm? Nanu, er ist leer. Wie einfältig von dir, Phoenix Wright. Aber findest du das nicht auch seltsam, Franziska von Karma? Soweit ich mich erinnern kann... lag Schnee auf dem Ofen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Anders gesagt, irgendjemand hat darin vor kurzem etwas verbrannt. Hör mal, Phoenix Wright. Es gehört sich nicht, jemanden mit seinem vollen Namen anzusprechen. Ich habe dich bloß nachgemacht. Es gehört sich nicht, jemanden mit seinem vollen Namen anzusprechen. Phoenix Wright. Ist schon klar. Ach Gott. Jetzt schau dir mal all die Jizo-Statuen an, die neben dem Weg aufgereiht sind. Phoenix Wright, glaubst du, das sind genauso viele, wie die Äbtin Geschwister hat? Warum fragst du sie nicht, wenn du sie das nächste Mal siehst? Weißt du was? Ich denke, das werde ich tun. Die knallt dir bestimmt eine. Fürs Herumschnüffeln in ihrem Privatleben. Ja, so. Phoenix Wright,
Was? Und würdest du endlich aufhören, mich immer beim vollen Namen zu nennen? War das mal ein erfolgreicher Hafen? Ein Hafen? Ja, der Metallhaken da ist zum Verteuen von Schiffen. Oh, das da. Das ist eine Verankerung für einen der Drähte, die die Brücke halten. Der Draht, der hier angebracht war, muss bei einem Feuer gerissen sein. Ich meine, hier oben kann auf keinen Fall mal ein Hafen gewesen sein. Werd nicht frech, Phoenix Wright. Aber ich hab doch gar nichts gesagt. Sie ist schon ein bisschen anstrengend. Immer muss ich mir eine knallen. Das kann ich irgendwie nicht gutheißen. So. Da ist ein kleines Tor, das zu dem Garten führt. Allerdings steht da auch kein Zutritt auf dem Schild. Jetzt komm schon, Phoenix Wright. Was ist los mit dir? Gehen wir rein. Es steht sowieso halb offen. Was soll schon passieren? Aber da steht kein Zutritt. Ihr Amerikaner, seid doch sonst nicht so zimperlich mit eigenmächtigen Handlungen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und woher hat sie das überhaupt? Und wie kommt sie darauf, dass Phoenix Wright Amerikaner ist? Also, ich bin mal guten Gewissens davon ausgegangen, dass wir hier in Japan sind. Aber vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen... Vielleicht denke ich jetzt gerade doof. Aber okay. Auf dem Schild da steht innerer Tempel. Keine Ahnung, wie du das entziffern kannst. Ich kann's jedenfalls nicht. Ehrlich gesagt kann ich's auch nicht. Wissen vorzutäuschen ist keine besonders gute Angewohnheit, Phoenix Wright. Es scheint sie ja richtig glücklich zu machen, mich mal erwischt zu haben. Gut. Aber irgendwie ist das knuffig, dass die beiden so zusammen sind, aber... Das muss der Eingang zum inneren Tempel sein, wo Maya Fee am Mordabend trainiert hat. Ja, es gibt dort einen Trainingsraum. Du könntest selbst etwas Training gebrauchen, Phoenix Wright. Au! Du bist völlig außer Form. Na, ich weiß nicht, wie lange ich diese Frau noch ertragen kann. Ich finde die echt knuffig. Irgendwie finde ich das voll süß, aber gut. So, was ich lieb, das neckt sich. Tut, 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 tut. So, ab in den Trainingsraum. 9. Februar. Innerer Tempel. Trainingsraum. Was ist? Warum bist du so still? Maya. Sie sollte eigentlich hier sein. Aber sie ist nirgendwo zu sehen. Was ist das? Das seltsame Schloss da. Vor 2 Tagen war das noch nicht da. Der ganze Raum gibt ganz seltsame Schwingungen wieder. Was ist hier passiert? Ich finde das voll unheimlich mit diesem Schloss und dieser Kette davor. Diese Tür. Vor 2 Tagen war da noch nicht so ein seltsames Schloss dran. Diese Ketten. Wirkt fast, als würden sie irgendwas in dem Gewölbe schützen. So ein Schloss habe ich vorher noch nie gesehen. Ich schon. Ich habe solche Ketten und Schlösser schon gesehen. So sehen die Dinge aus, die bei psychischen Blockaden die Geheimnisse schützen. Ich frage mich, ob dieses Schloss auch etwas schützt. Dunkle Geheimnisse in einem dunklen Gewölbe? Das ist eine antike Kommode. Wag dich ja nicht, sie zu öffnen, Phoenix Wright. Okay. Jetzt weiß ich, wie sich Maya immer fühlt, wenn ich ihr verbiete, etwas anzufassen. Wie schade. Nur alte Klamotten für die Akolyten. Ich dachte, wir öffnen sie nicht. Ich bin von der Staatsanwaltschaft. Ich kann alles. Ja, du kannst alles. Außer einem 9-jährigen Mädchen Paroli bieten. Dafür hätte sie uns jetzt eigentlich wieder eine knallen müssen, aber okay, wir haben es ja nur gedacht. So, Was glaubst du, was das für ein gelbliches Poster ist? Das ist eine Schriftrolle, kein Poster. Das ist das Bild einer Frau, die... Eine Frau? Ich kann da keine Frau erkennen. Die Atmosphäre im Raum ist anders als beim letzten Mal. Nein, die Atmosphäre ist nicht anders. Es riecht anders. Das ist Bratensoße. Was ist? Diese Schriftrolle. Sie ist voller Bratensoße. Ah, ja, es liegt ein sehr appetitanregender Geruch in der Luft. Aber Bratensoße ist doch zum Essen da. Wenn euch Amerikanern die Farbe ausgeht, nehmt ihr also Bratensoße. Alles klar. Nein, das machen wir nicht. Schon allein wegen des Geruchs. Das muss die Soße sein, die wir am Mordabend zu dem Schmorbraten bekommen haben. Aber warum sollte jemand so etwas tun? Warum mit dieser Schriftrolle? Hängende Schriftrolle aktualisiert.
A-Knopf, vorher-nachher Ansicht. Mhm. Was hat sie so lange aufgehalten? Sogar ihnen hätte ich zugetraut, schneller vor Ort zu sein. Ach so! Herr Breit. Staatsanwalt Godot. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Staatsanwalt? Warum waren Sie heute nicht bei der Verhandlung? Ha, das Gleiche könnte ich Sie fragen. Hä? Aber ich war erkältet, also... Ich musste mich um etwas... ein wenig Wichtigeres als eine gewöhnliche Erkältung kümmern. Jemand wie Sie würde die Bedeutung einer solchen Sache natürlich nie verstehen. Genug. Ich weiß über dich Bescheid. Du bist eine Schande für deinen Beruf. Nichts ist wichtiger als ein Prozess. Wer ist denn die wild gewordene Stute da, Breit? Das ist Frau von Karma. Sie hat sie heute in ihrer Abwesenheit vertreten. Ha. Dann schulde ich Ihnen wohl etwas. Aber Sie können jetzt gehen, Prinzessin. Zeit, dass echte Männer die Zügel übernehmen. Hohoho, starke Worte. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dieser Fall ist mein... Hey, kleines Fohlen. Seien Sie brav und halten Sie den Mund. Ich hasse solche Frauen. Ich sag's nur einmal, Frau von Peitschenberg. Gehen Sie nach Hause. Phoenix Wright! Warum schlägst du jetzt mich? Sie verdienen noch ein paar Peitschenhiebe mehr, Breit. Was? Sie kapieren's immer noch nicht, oder? Ihnen ist nicht klar, dass sie etwas in Gang gesetzt haben, das sie nie aufhalten können. Irgendwas ist heute anders an Godot. Ich spüre da gerade ganz starke... Irgendwas ist da hinter seiner Maske. Ist das Wut? Oder ist das Trauer? Was ist los? Sie waren also nicht im Gericht, weil sie wichtige Dinge zu erledigen hatten, hm? Was war denn so wichtig? Ich sagte es Ihnen bereits, aber vielleicht haben Sie es ja vergessen. Ich bin aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, um mich mit Ihnen zu messen. Sehen Sie bereits, ich habe etwas erlebt, was nur wenige erlebt haben. Den Tod. Sie waren tot? Aus der Hölle zurückgeholt zu werden, ist eine äußerst heikle Angelegenheit. Die wundersame Heilung und Wiederherstellung seiner inneren Organe ist... Tja, sagen wir einfach, dank der modernen Medizin dürfen alle ein reifes Alter erleben. Sogar jemand wie ich. Sie meinen also, die Maske, die Sie da tragen, ist... Dieses hässliche Teil? Das ist kein modisches Accessoire, mein unterbelichteter Freund. Ohne die Maske könnte ich ihr so regelmäßig entgeistertes Gesicht nicht sehen. Ich wusste nicht. Mein Sehvermögen ist stark eingeschränkt. Sogar mit dieser riesigen Brille kann ich nicht alles sehen. Und trotzdem halte ich diesen ramponierten Körper durch regelmäßige Wartung am Leben. Entschuldigung, aber... Du sagtest, du wärst schon mal gestorben. Wie kann das sein? Was ist passiert? Warum fragen Sie nicht ihn? Hä? Mich? Ja, Breit. Sie. Sie sollten eigentlich alles darüber wissen. Sie wissen, wann mein Leben endete. Und wer es für mich beendet hat. Also, Phoenix Wright, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet. Obwohl, ehrlich gesagt, ich spüre da so ein leichtes Ziehen in der hintersten Ecke meines Gedächtnisses. Ich glaube, ich weiß wirklich, wie Godot getötet wurde. Es wird alles zur rechten Zeit klar werden. Nicht wahr, Breit? Wenn du es sagst. Sie sagten doch vorhin, ich hätte etwas getan, was nicht rückgängig zu machen ist. Was meinten Sie damit? Der innere Tempel hier auf dieser Seite der Brücke ist eine abgeschiedene Insel. Das ist genau das, was Schwester Bikini auch gesagt hat. Und ich frage mich bereits, wissen Sie, was die Polizei heute hier macht? Was meinen Sie? Sie suchen. Nach einer vermissten Akolytin. Vermisst? Als Anführer des Suchtrupps kann ich Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen,
dass sich Maya Fee nicht auf dieser Seite der Brücke befindet. Hä? Aber das ist unmöglich. Sie kam doch an jenem Abend hierher und... Ich werde mich nicht wiederholen. Es besteht keine Chance, dass sie hier ist. Abgesehen natürlich von einem sehr speziellen Ort. Ein Ort? Wo ist er? Das heilige Gewölbe, vor dessen Eingang wir gerade stehen. Das ist der einzige Ort, den der Suchtrupp noch nicht erkundet hat. Sie haben das Gewölbe also noch nicht durchsucht. Aber selbst wenn dort drin fällt die Temperatur regelmäßig unter 0 Grad. Selbst wenn sie dort drin wäre, bestünde höchstens eine kleine Chance, sie lebend zu finden. Nein. Was bedeuten würde, Breit, dass sie Maya Fee in den sicheren Tod geschickt hätten? Du Narr. Wenn die Situation so dringend ist, warum bist du da nicht mit deinem Suchtrupp dort? Tragen Sie Scheuklappen, mein himmlischer Zosse? Sehen Sie das Schloss und die Ketten da? Das ist ein Trickschloss. Ich treffe in diesem Moment Vorbereitungen, es zu öffnen. Und Breit? Schon wieder muss ihretwegen eine Frau sterben. Schon wieder? Wovon reden Sie da? Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten das vergessen. Es ist immerhin erst 2 Jahre her, dass die letzte unglückliche Frau ihretwegen sterben musste. Meinetwegen? Und wissen Sie, wer es war? Es war Maya Fees Schwester. Ganz recht, Mia Fee. Mia? Sie haben sie umgebracht. Nein, so war das nicht. Es war vor 2 Jahren. Mia Fee verfolgte jemanden. Einen Mann. Aber sie hatte sich übernommen und machte sich einen sehr gefährlichen Feind. Ja, den Fall werde ich niemals vergessen. Aber ich habe den Kerl gekriegt, höchstpersönlich. Sicher. Frau Fees Mörder wurde gestellt. Aber das bringt sie auch nicht zurück. Ja, nein, aber... Sie waren bei ihr, als das passierte. Sie und sonst niemand. Sie sind verantwortlich. Sie hätten sie beschützen müssen. Ich... Sie sagen, Mia Fee sei ihre Lehrerin gewesen. Aber sie haben nichts gelernt, Breit. Sie haben ihr das Leben geraubt. Und jetzt lassen sie zu, dass ihrer Schwester das gleiche Leid geschieht. Ich habe Maya nicht zum Tode verurteilt, nein. Was ist das für ein eigenartiges Schloss? Warum brechen wir es nicht einfach auf? Man bräuchte nur ein wenig... Ich fürchte, dass wir das nicht tun können. Dieses Gebiet war schon immer sehr anfällig für Erdbeben. Die ständigen Erdstöße haben das Fundament des Trainingsraums geschwächt. Jeder übermäßige Einsatz von Gewalt zum Öffnen des Schlosses würde... Nun ja, sagen wir mal, der innere Tempel und das heilige Gewölbe wären Vergangenheit. Also gut, dürfte ich dann vorschlagen, einfach einen Schlüssel zu benutzen? Sicher, wenn Sie mir zeigen, wo dieses Trickschloss ein Schlüsselloch hat. Es gibt kein Schlüsselloch. Ganz recht. Ein interessantes Rätsel, hm? Die einzige Person, die dieses Schloss öffnen kann, ist die, die es angebracht hat. Und wer ist das? Ganz einfach. Die Angeklagte. Was? Iris? Wenn ein Akolyt im heiligen Gewölbe trainiert, ist die aufsichthabende Schwester für das Verschließen des Eingangs verantwortlich. Der Mordabend war da keine Ausnahme. Maya Fee war zum Training dort drin. Wenn ich so drüber nachdenke, Schwester Bikini erwähnte das mehrmals. Sie sagte, Iris hätte die Aufsicht über die ersten Trainingseinheiten gehabt. Also ist Iris, die Angeklagte, die einzige, die dieses Schloss öffnen kann. Ich habe veranlasst, dass man sie herbringt. Iris ist diejenige, die dieses Schloss öffnen kann? Ich hoffe, dass sie bald kommt. Halte durch, Maya. Wir holen dich da raus. So. Ich gehe dann mal zurück an die Arbeit. Warten Sie, Godot. Wie sicher sind Sie, was Maya angeht? Ich bin mir absolut sicher. Sie ist irgendwo im heiligen Gewölbe. Das ist ihr einzig möglicher Aufenthaltsort. Fangen Sie besser an zu beten. Beten Sie, dass Ihr Freund die Angeklagte bald zurückbringt. Edgeworth? Aufgepasst, Breit. Eine Sache möchte ich Ihnen noch sagen, bevor Sie gehen. Ich werde Sie niemals akzeptieren. Niemals.
du solltest etwas sorgfältiger bei der Auswahl deiner Freunde sein, Phoenix Wright. Das bekomme ich ständig zu hören. Ich habe anscheinend keine große Wahl. Dann tue ich eben alles, was momentan in meinen Möglichkeiten liegt. So. Aber all das, was in unseren Möglichkeiten liegt, und noch viel mehr, tun wir erst beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Phoenix Wright Trials and Tribulations. War jetzt sehr interessant, mal wieder ein bisschen länger mit Godot zu sprechen. Und da ist nochmal dieser Groll, den Godot eigentlich auf uns hat, eigentlich relativ gut deutlich geworden. Ich glaube, das war bisher in diesem Spiel noch nicht so der Fall, ne? Man konnte gewisse Dinge erahnen, aber so klar wurde es einem bisher noch nicht gesagt. Also Godot macht im Endeffekt uns für den Tod von Mia verantwortlich. Und da wir ja zum Beispiel schon auch diesen Fall in der Vergangenheit gespielt haben, wo ein gewisser Armando, der Freund von Mia war, die beiden hatten zusammen eben diese Anwaltskarriere bestritten und so. Armando war derjenige, der andauernd Kaffee getrunken hat und Mia andauernd Mieze genannt hat und so. Dass die beiden irgendwie eine besondere Beziehung zueinander haben, das wurde da in dem Moment schon relativ klar. Und ja, dass Godot und Armando irgendwie eventuell dieselbe Person sein könnten, das scheint irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch klar. Und Armando/Godot macht uns jetzt eben nun für den Tod von Mia verantwortlich. Aus seltsamen Gründen, weil eigentlich haben wir damit wirklich nicht so wirklich schrecklich viel zu tun und so. Aber na gut, okay. Das ist jetzt also die Geschichte. Gut, jetzt machen wir uns Sorgen um Maya. Hoffentlich kommt bald Iris und schließt dieses Schloss auf und dann hoffen wir einfach mal, dass es Maya gut geht. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein mit Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.